Willkommen zurück, Reisende. Wir befinden uns wieder in No Man's Sky. In der letzten Folge wollten wir ja eigentlich lebende Fregatten uns organisieren. Zwei haben wir auch bekommen und dann sind wir aber, wie auch immer wir das gemacht haben, in einer anderen Galaxie gelandet. Können noch mal auf die Galaxiekarte schauen. Wir sind jetzt in Eisentamm. Und da müssen wir uns jetzt erstmal einen Planeten suchen, auf dem wir einen Basiscomputer stellen können, damit wir auch wieder zurück in unsere alte Galaxie kommen. Und wenn ihr Spaß habt und nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren und liken. Dann gucken wir jetzt in dem System erstmal, was da für Planeten sind. So, auf jeden Fall eine Raumstation. Vier Planeten, zwei Monde. Dann müssen wir mal schauen. Also hier. Verkabelt. Oh, das könnte ein Anomalieplanet sein. Das ist gut. Fehlen uns ja noch ein paar. Da ist einer. Xenokolonie. So einen waren wir auch noch nicht. Also müssen wir da auf beide mal landen. Oh, was ist hier noch? Nebliger. Reichhaltig, aber hohe Wächteraktivität. Dann ist hier noch einer. Tropischer Planet. Oh, dann könnten wir da eventuell sogar den Basiscomputer hinstellen. Gut. Aber hier drüben fehlt uns noch der eine Mond, der dahinter ist. Also, wie war denn das jetzt? Auf so einem waren wir noch nicht. Und auf dem hier könnte es wieder Deko geben und auch nur ein Tier. Fliegen wir jetzt zu dem Xenoplaneten. Und wenn wir da waren, kurz geguckt haben, was das für einer ist, starten wir wieder. Was ist denn jetzt? Was hat der so dabei? Gerade ein gut Pilzschimmel können wir mal mitnehmen. Nicht, dass wir wieder für irgendeine Quest welchen brauchen. Jetzt der Mondwecker. Da hinten ist er. Da oben war ein. Und dann können wir noch den letzten Mond scannen. Was das für einer ist. Oh, ey, schon wieder. Ich ist aber was ist das für ein System, ne? Ist richtig was los. Ein paar Meter kann man fliegen. So. Dann nehmen wir von dem die Gamma-Wurzel. Der Kaktusfleisch. Nötigen, ja, mal lieber mitnehmen. Bei den ganzen Kochsachen, da weiß ich noch gar nicht, ob wir die alle benötigen für Quest oder zum Füttern der lebenden Fregatten, um die Werte zu ändern. Oder ob wir da Gerichte brauchen. So, dann gucken wir jetzt mal, was eine Xenokolonie mit aggressiven Wächtern ist. Könnt ihr auch gerne mal. So. Ah, okay, krass. Das hat sich verdächtig nach diesem Riesenwurm angehört. Titanwurmbau. 1300, aber der zeigt. Da. Abitino bei. Okay. 6.
verschiedene gibt es hier. Also dann werden wir mal dahin gehen. Sowas haben wir nämlich auch noch gar nicht. Okay, kommen wir hier nicht durch. Was? Ja, wo ist es denn? Da hinten. Die Gravitinobälle lassen wir in Ruhe, sonst kriegen wir nur Ärger mit den Wächtern. Ah, okay. Die sind ja größer. Ah, okay. Oh, was jetzt? Oh Gott. Überblick hier verschaffen. Da ist noch einer. Haben wir noch so einen Ball, den wir eben eingesammelt haben? Wir haben ja ein paar mehr. Ja. Von den Würmern eben getötet. Oh, ey, wo kam der denn her? Dem habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Sind aber viele von denen. So, fertig jetzt. Da hinten ist noch so einer. Neuer Gegenstand, erfreuliche Brut. Echt jetzt wieder welche? Die gehen einen ja ganz schön auf den Keks. Oh, da ist noch ein Wurm. Der hat noch was fallen lassen. Gleich können. Da ist auch noch was. Nee, schieß doch. Oh. Oh, richtig im Kampf hier in der neuen Galaxie. War auch noch nicht. Im richtigen Kampf. Boah. Sag mal. Das sind ganz schön viele. Noch gar nicht weniger. Boah. Da ist auch noch einer. Der läuft. Oh Gott. So, einer lebt noch. Da kommt er. Oh nee, lad doch nach. Gut, der hat aufgegeben. Was ist das denn? Eine Pflanze. Also eben wurde da kurz noch so ein Nest angezeigt. Also. Das haben wir entdeckt, das auch. Also eben waren hier noch ganz viele verschiedene Tiere. Da ist eine Pflanze. Weil so viele verschiedene Lebensformen gab es hier ja nicht. Dann müssen wir mal gucken, ob wir die restlichen noch finden. Aber ich habe sowas sehentlich abgeknallt. Da ist einer. Den haben wir schon. Lüsternes Ei. Ehrliche Flora. Was zum... Ah, der Riesenwurm. Der begegnet uns sehr häufig. Könnten denn die anderen Tiere sein? Ja gut, der Riesenwurm hat zwar einen roten Punkt, aber den kann man irgendwie nicht scannen. Nicht viele Tiere hier in der Nähe.
Auch kein weiteres Nest, wie das scheint. Gut, dann werden wir uns jetzt mal da, vergrabener Vorrat, zu unserem Schiff begeben. Und dann können wir zu dem anderen Planeten. Und noch den letzten Mond scannen. So. Echt, also das Tier haben wir ja auch. Aber irgendwie keine anderen. Da soll hungernde Ranke. Eben war das aber was anderes. Eben war das so ein Nest. Das ist dann eine hungernde Ranke. Weil irgendwelche von den... Was ist das? Wir müssen die Beute finden, die er fallen lassen hat. Hat sie nicht schnell. Wo hat er die Beute fallen lassen, ist jetzt die Frage. Oder hat er überhaupt so eine Kugel fallen lassen? Die gehen mir aber auf den Nerven, nur. Da ist einer. Da lungert noch einer. Oieiei. Ach, das ist ein Gravitino-Ball. Oh Mist, hat der jetzt nichts fallen lassen? Hm. Also, da ist noch eine abscheuliche Brut. Hier überall. Aber hat der, den wir eben erschossen haben, der große Wurm, so eine komische Kugel fallen lassen? Und wenn ja, können wir die so sehen? Da ist ein Gebäude. Können wir die so sehen? Also ich sehe sie gerade nicht. Kann sein, dass er keine fallen lassen hat. Also hier war der Gravitino-Ball. Und dann ist da. Ah. Scheint nicht so, dass wir das wiederfinden. Aber hier ist interessant, weil hier gibt es viele von denen. Von dieser Brut. Die geben nämlich... Oh, zwei verschiedene. Wurmhaut, Folio. Fleischige Rolle. Fleischiges Seil. Und? Abscheuliche Brut. Kann mit Hilfe des Eingeweide-Synthesizers aus den Embryosäcken entnommen werden. Gut, das müssen wir aber halten. Da auch keiner weiß, wie man an den Eingeweide-Synthesizer kommt. Ist wahrscheinlich noch nicht zum Spiel hinzugefügt. Liegt denn hier rum? Ah, das sind diese kleinen Schmetterlinge. Aber dann ist ja gut, wenn wir in dem System einen Basiscomputer hinstellen. Weil es ja sehr leicht dann zu merken, dass hier im System auch ein guter Planet mit dieser Brut ist. Oh, dieser Riesenwurm, ne? So. Also, welcher von den nebliger Planet? Das ist der Hauptplanet. Aber wo hat er seinen zweiten Mond? Fliegen wir in die Richtung. Dann hat sich die neue Galaxie ja schon als sehr nützlich erwiesen.
So, das müsste der da sein, oder? Okay, das ist nur ein arktischer Mond. Dann gucken wir uns jetzt hier den verkabelten Planeten an. Hoffen, dass das so ein Anomalieplanet ist. Dann dürfte es hier nur ein Tier geben und ein bisschen Deko. Davon müssen wir dann wieder was einsammeln. Okay, das ist ein Anomalieplanet. So wie das aussieht. Ah, super, ich habe den Stein gescannt. So, 1 von 1 gefunden und direkt hochladen. So, müssen wir nur gucken, wo ist die Deko? Wird uns hier in der Nähe was angezeigt? Scheint leider nicht so. Gefühl, da vorne ist irgendwie nicht richtig gerendert. Oder geladen. Oder müssen die so aussehen? Oh. Da steht eine Pflanze. So. Ob das Ding lebt. Sieht sehr interessant aus. Also hier sind die Tiere. Sehr viele von denen. Wo haben die ihre Deko versteckt? Müsste es doch auch welche geben, oder? Wir laufen mal Richtung das große lebende Ding. So. Ah, jetzt kommt die Einblendung endlich. Gut. 6 Planeten haben wir alles. Dann können wir hier die Beere noch mitnehmen. Sieht schlecht aus mit der Deko. Da. Oder ist das sowas? Nee, ne? Nee, Schimmel. Aber auch nur 2 Bälle. Aber sie sehen aus, als würden sie leben. Boah, 822 gibt einer. Aber wir sind ja eigentlich hier auf der Suche nach Deko. Kann nicht sein, dass es auf dem Planeten keine gibt. Müsste ja scheinbar auch so eine Kugel sein. Oh, nur Beeren. Und Kupfer. Da ist ein... Hoch. Okay, 2 super nah beieinander. Gebäude. Ah, super Daten. Holungsfehler, Bezeichnung. Okay. Also ich habe schon gesehen, dass auf einem Planeten 1 steht, wenn man mal durch Zufall 1 findet irgendwie. Aber 2 so nah beieinander. Dann gibt es hier auch noch in kaputt und in heile. Die scheinen beide heile zu sein. Ich denke mal, das wird später in der Geschichte, wenn sie es noch erweitern oder so. Da sind bestimmt die Wächter rausgekommen aus ihrer Glaswelt. Region des Planeten Speer. Heißt Speer und liegen Kugeln.
Echt mal keine Deko, wa? Aber jetzt zeigt er uns hier auch Grenzüberschreitung. Das müssen wir uns jetzt aber mal angucken. Echt, Hauptsache, hier stehen zwei. Komisch. Weil das sieht ja aus, als wäre es noch heile. Dreht sich, ist es ganz. Oder das ist später für Raumschiffe. Weil wir können ja, also zu Fuß können wir nicht durchgehen, so wie durch die anderen Stargates. Dann ist das eins für Raumschiffe. Dass man irgendwie per Raumschiff vielleicht aktivieren kann. Und dann direkt durchfliegen kann mit seinem Schiff zu einem anderen Planeten. Könnte ja sein. Oder vielleicht verbinden die Galaxien mit dem Schiff dann. Wir stellen uns hier einfach mal ein Speichersignal hin. So. Da hinten ist ein zweiter. Warum auch immer. Grenzüberschreitung. Ich weiß leider nicht, was das sonst sein soll. Weil man kann sie auch nicht benutzen. Interessant ist aber nur, dass wir zwei intakte gefunden haben. So dicht beieinander. Weiß, was hier früher gelebt hat. Wahrscheinlich haben sie das benutzt, um Invasionstruppen per Schiffe auf andere Planeten zu schicken. Gut. Da wir keine Deko leider hier finden, beziehungsweise der Scanner uns absolut keine anzeigt, werden wir jetzt auf den dritten Planeten, um da einen Basiscomputer, Basiscomputer hinzustellen, damit wir aus dieser Galaxie auch wieder in die in die Euklid-Galaxie kommen und auch wieder hierher nach Eisenstamm, Eisentamm. Weil hier war ja ein, ja, ich weiß nicht, ob du wüsstest, welcher das war. So. Wer das? Wir sind so nah am Planeten. Eich halt. Ne, da war mit Wächtern. Noch irgendwie einen anderen. Was war das? Xeno-Anomalie? Nebliger? Tropischer. Da wollen wir hin. Wieder sehr tropisch ist, sieht er grau aus, als wäre er voll bewölkt. Schauen wir uns mal an, was für doofe Stürme da herrschen. Ein Basiscomputer mit einem Portal. Und ein Landeplatz für unser Schiff, und dass das nicht mitten im Basiscomputer spawnt oder so. Und wir müssen noch auf die Raumstation dann hier, bevor wir in die alte Galaxie zurückgehen. Hier ist mal was los, so. Ich weiß auch nicht, wofür das ist. Man kriegt Unterstützung beim Kampf gegen Piraten. Könntest du ja mitnehmen und lagern. Vielleicht taugt das für irgendwas. So, aber könnten wir jetzt endlich auf den... Da ist doch ein Sturm, das sehe ich ja von hier. Tropisch am Arsch. Warum kriegen wir eigentlich nicht mal einen Planeten ohne Sturm? Was zum...
Anker gehe ich denn hier ab? Der muss ja im Planeten gespawnt sein. Ich sehe überhaupt nichts. Ja, Sturm löst sich auf. Das wäre ja mal schön. Oh, guck mal, da ist ein fliegender Stein. Landen wir auf dem fliegenden Stein. Große Hitzestürme. Also unter tropisch und Regen, der einen tötet, ist aber ein gewaltiger Unterschied. Kann ja jetzt nicht wahr sein. Ist doch schon wieder für einen Arsch. Wir haben ja kein Glück mit Planeten. Und hier ist auch nicht ein Tier. Da ist ein Tier. Eins von zwölf, ja, leck mich. Gut, der Planet ist, warum auch nicht, wieder für den Arsch. Och nee. Dann fliegen wir zur Raumstation und müssen uns den halt merken. Vielleicht schreibe ich ihn am besten auf oder so. Das System. Und dann springen wir halt ein System weiter und gucken da. Wir müssen zwar nur einen Basiscomputer hinstellen, aber es muss ja nun nicht auf einem super Sturmplaneten sein. Wie schlimm ist denn der Neblige? Wächter, ja, da war ja was. Wenn wir in einer Tour wieder genervt. Ich nenne das System einfach um. Bohre. Brut. Ja, wir nennen das Tore Brut. Tore. Machen wir das halt so. Und die Raumstation direkt für den Teleportpunkt. Also, sehr schade, dass wir nicht von hier aus wieder zurück in unsere Galaxie können. Also könnten wir, aber es muss ja nun nicht irgendein Schrottplanet sein hier. Und dauert jetzt zwar wieder alles ein bisschen, aber naja. Hier haben wir immerhin eine neue Galaxie und so erkunden wir sie direkt ein bisschen. Und haben auch direkt im zweiten System Anomalieplaneten gefunden, also. So, vier Planeten. Dann werden wir die erstmal abscannen. Nuklear, ja. Also wir haben echt Glück, du. Ja, wo ist er denn? Da hinten. Okay, der ist echt weit weg. Der Meteorit. Rostiger. Und das ist... Oh, ein Paradiesig. Boah, wetten, der ist... Ja, der ist ja von außen schon wieder gelb. Ich, also... Jeden Planeten in jeder Farbe, ja, ja. Sensiert, dann werden wir als erstes dahin. Gucken wir uns den Sensierten an und dann den Paradiesischen, der wahrscheinlich einfach nur eine hässliche Farbe hat, aber dafür keine Stürme. Also wenn wir ein klein wenig Glück haben. Dann kommt da halt der Basiscomputer hin. Dann ist der zwar porthässlich, aber soll ja keine Basis werden. Soll ja einfach nur... Ein kleines
Gebäude mit Portal, damit wir wieder zwischen den Galaxien hin und her können. Ja krass, ich habe keine Ahnung, wo der Fußboden ist. Oh, da! Oh, 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 oh. Der war fast schief gegangen. Tödliche Druckschwankung, es wird immer schlimmer. Ist hier irgendwas? Außer dass der Planet schon wieder umbringen will. Da sind zum Beispiel erstmal Tiere, die können wir erstmal scannen. Gesundheitsstärkung, ja, ich brauche keine Sau, ey. Ja, ich habe die Pflanze gescannt. Oh nein, jetzt den Baum. Wenn das Vieh mal aufhören, sich hinter dem Baum zu verstecken. Nee, jetzt. Oh, geh doch mal. 10 Tiere. Warum zeigt er mir das an, wenn das 400 Uhr entfernt ist? Kann ich ja von hier überhaupt nicht scannen. Das scheint unter der Erde zu sein, das Tier. Eine Schildkröte. Ach, warte mal, die kann man schon wieder nicht... kann man nicht füttern, ne? Ja, schade. Ja, aber man kann darauf schießen. Hund oder sowas. Also da ist die, aber das ist ja so weit weg. Weiß nicht, was mit dem Scanner los ist. Oh ja, jetzt da hinten kommen Blitze. Der letzte hat uns fast getötet, also. Oh ne, wo steht das Schiff? Direkt weg hier. Aus gutem Grund zensiert. So. Jetzt suchen wir den hässlich roten. Ja, oder gelb. Wird ja mal schlimmer. Der das? Der da. Oder? Hm, welcher von beiden war es denn? Ja, da ist es. Dann gehen wir jetzt aber direkt auf die Raumstation. Weil wenn wir da unten jetzt Portal hinstellen, können wir uns nicht auf die Raumstation nach oben teleportieren, wenn wir den Teleportpunkt noch nicht haben. Hoffentlich ist er nicht wirklich gelb. Was sollen wir mit einem Planeten, der aussieht wie Weizenfelder? So, einmal da rein. Wir könnten jetzt auch noch Wörter lernen, aber das dauert schon wieder alles so lange. Einfach kurz so Teleportpunkt und dann direkt auf den gelben Haufen fliegen. Aber warum muss der denn gelb sein? Ich hoffe, wenn wir landen, ist er nicht gelb. Ah, doch. Cool. Er ist scheiße gelb. Da ist ein Gebäude. Eine Rettungskapsel, mal im Ernst. Was soll man damit? Wie kann man so viel Pech mit Planeten haben? Super, wieder so ein Gelb-Orange-Scheiße und nachts leuchtet das Zeug. Ah, wenn man das, die Sonne so ändert, sieht man es nicht. Muss man echt warten, bis es nachts ist.
Das sieht aus wie eine Pyramide. Und der da sieht aus wie ein Bär. Übrigens ist es so für Entfernung schon wieder grün, die Scheiße. So. Dann suchen wir uns jetzt hier irgendeine Stelle, die nicht richtig scheiße ist. Das Spiel will mich schon wieder langsam verkackarschen. Sehen die Screenshot gemacht, da ist das ganze Spiel wieder abgeschmiert. Ich habe Schnauze voll von dem Spiel heute. Jetzt will er mich mit dem Planeten ärgern und jetzt so eine Scheiße. Wir gehen jetzt einfach hier hin, hier ist halbwegs gerade. So. Ja, komm, mach ihn da. Nicht geklappt, schade. Oh, das ist der falsche Teleporter. So, Teleporter. Blödes Landefeld. Ich weiß ja schon wieder nicht, in welche Richtung das dumme Ding startet dann. Ja, scheiß drauf, schau mal so hin. Auch ein Kack. Nicht wirklich, ne? Theoretisch können wir aber noch einen Boden bauen. Fällt weg. Mach dort die Treppe mal nach unten. Oh, du Drecksfäuse hier da. Oh, leck mir am Arsch, ey. Manchmal Tage will das Spiel einen mit Absicht verarschen. Vernünftige Schiebetüren gab es hier schon wieder nicht, ne? Ist hier überhaupt Türen? Nur so ein Schweiß, ja. Keine Doppeltür, nichts. Bleibt die Wand halt offen. Fällt mir gerade ein, das Landepad steht ja da drunter. Ja, dann kommt das Landepad woanders hin. Jetzt da.
So. So, jetzt müssen wir probieren, das blöde Landepad da wieder wegzukriegen. So, Landepad ist weg. So, jetzt haben wir die Wahl zwischen super hässlich Dach und noch hässlicherem Dach. Das auch nebeneinander. Mensch, ist Kinders. So. L-förmig, U-förmig, ja. So, einfach ein Dach draufsetzen. Basiscomputer reinstellen, Teleporter reinstellen. Und dann ab in die andere Galaxie wieder. So. Der kommt dahin. Wieso hört man hier drin ein... Ernsthaft, es regnet im Gebäude. Außen kein Regen. Innen Regen. Was ist denn das für ein schwachsinniges Dach? Haben sie da was geändert? Wassereffekte im Dach oder was? Was zum Henker? Also das Spiel, ne? Futures am Arsch. Bugs. Alles Bugs. Jetzt regnet es immerhin draußen auch. Katastrophe. Ja, hauptsächlich regnet im Gebäude, ist nicht wahr? So, Speicherpunkt. Speichern. Steht hier jetzt Eisenturm dran? Müsste ja eventuell automatisch dran stehen, oder nicht? Was denn, wenn wir jetzt in die Raumstation gehen? Aktuelles System. Also wir haben ja jetzt hier einen Basiscomputer stehen. Da müssten wir eigentlich doch zurückkommen. Also. Die sind alle in der anderen Galaxie. Und das ist im aktuellen System. Okay. Können wir ja die Folge da beenden. Immerhin können wir jetzt zwischen den Galaxien hin und her reisen. Auch wenn wir eine zweite haben, ohne jemals das Zentrum der ersten gemacht zu haben, aber also hingelangt zu sein. Aber naja, das Spiel wird sich schon was dabei denken. Dieses Reisen dauert so lange.
Was? Wir sind ja nicht mehr in der Nähe von dem Basiscomputer. Nicht wahr? Da fällt mir ein, ich habe oben, glaube ich, gar keinen Speicherpunkt, oder? Aber die Tür. Da. Hab hier noch ein bisschen umgebaut. So. Könnten ja da noch. Oh ne, warte, wo war das? Da. Hier noch ein Speichersignal hinstellen. Besten für alle, so dahin. Und können alle speichern. Hab das auch ein bisschen schmaler gebaut. Dafür höher. Da sieht man es gut. So. Gut. Dann sind wir immerhin wieder in unserer Euklid-Galaxie. Schauen wir nur einmal. Es müsste jetzt da ja angezeigt werden. Also, duelles System. Ah, Eisentam-Galaxie. Oh, cool. Ah, wir können auch zu den Raumstationen. Notfallübertragungsrepeater. Was dann? Wir können uns direkt in die noch nicht von uns beanspruchte Siedlung teleportieren. Okay. Das Spiel meint. Okay, dann beenden wir die Folge hier erstmal. Wir haben es ja geschafft, in unsere alte Galaxie zu kommen. Es gab ein paar neue Sachen in der Eisentam-Galaxie. Aber da wir hier ja noch nicht fertig sind, müssen wir ja einmal erstmal wieder zurück. Dann, wenn ihr Spaß hattet, nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren oder liken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.